Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Robinson The Journey. Ich liebe es, mit der Kamera zu spielen, weil ihr seht ja genau das, was ich auch sehe. Und wenn ich mich drehe, dann seht ihr das auch. Und ich finde das lustig. Das ist lustig. Das gefällt mir. Das ist quasi eine ganz andere Art von Let's Play. So, wir müssen auf jeden Fall die Dinger bewässern. Also waren keine Überlebenden an Bord. Ich könnte noch einmal für dich nachsehen. ETF? Jetzt geht's auch noch auf Zeit. Da kommt die auf. Man sieht es, diejenigen, die immer aufgehen, die leuchten ein bisschen. So ein Scheiß. Wow, da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich glaube, das ist sogar die Stelle, die Gronkh gespielt hat, ne? Daher kam mir das so bekannt vor mit dem Wasser. Ich hatte recht. Sieh nicht nach unten, aber die Raptoren verfolgen uns immer noch. Hallo. Der kriegt mich nicht. Okay, die wollen mich essen. Können die knicken. Jetzt bin ich nämlich auf dem Baum. Und die können nicht klettern, die Scheißwichser. Bearbeitung läuft. So, ich würde sagen, wir gehen zuerst mal nach links, denn das sieht nicht so offensichtlich aus wie rechts. Bäume sehen cool aus. Respekt an die Designer. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Sieh dir an, wie groß dieses Ding ist. Was war das? Ach, scheiß drauf. Keine Ahnung, und jetzt? Hier ist ein schöner Pilz drauf. Das könnte tödlich enden. Diese Ranzen können dein Gewicht aushalten. Okay. Aber ich gehe erstmal in die andere Richtung. Ich bezweifle, dass bei einem Spiel wie diesem ich gefressen werde. Ich hoffe es einfach mal. Wird bearbeitet. Ich meine, ich kann ja auch nicht rennen. Ich kann zu Fuß gehen. Da war ich noch gar nicht drauf. Ah ne, von da kam ich, ne? Stimmt. Ah, die sind immer noch da, wo sie vorher waren. Ich dachte, sie sind näher gekommen. Am Arsch. Verfolgen die mich. Die haben doch keine Ahnung, wie sie hochkommen. Was mit der Links? Bearbeitung läuft. Yay. Kommt alle her, ich fange euch alle. Und dann hänge ich euch alle auf. Glaubst du, sie könnten Fleischfresser sein? Manche der Schmetterlinge haben die gleichen Markierungen. Gut gemacht. Das ist wahrscheinlich dieses Verwandt, oder? Wie ist es so Possum? Seien sie nicht so fett. Wird bearbeitet. So. Ich glaube, hier ist gar kein Weg, ne? Wenn ich könnte mich da auf die Ranke stellen und mich dann Keksgrund runtergucken. Oder? Hier ist etwas Fachwissen für dich, Robin. Schmetterlinge sind sehr lichtempfindlich. Sie reagieren auf deinen Laserpointer. Nö. Ja, wow, und jetzt? Sind sie jetzt cooler geworden? Kann ich sie verbrennen? Alter, mach keinen Scheiß. Sie reagieren überhaupt kein Stück. Du willst dich doch verarschen, du Bengel. Okay, weiter geht's nicht. Ist ja verrückt. Gehen wir uns mal lieber um. Ich töte dich. Gutes Deutsch. Das füge ich sofort hinzu. Wieso hat er jetzt so eine Markierung? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Scheiß Schmetterlinge. Ihr seid schön. Ja. Komm. Seid nicht so ein Angeber.
bin auch schön. Und trotzdem laufe ich nicht herum und hey, guck mal, wie schön ich bin. Nee, das muss auch nicht sein. So. Gut, ich würde sagen, wir klettern einfach mal hier hoch, ne? Wie schön blöd das aussehen muss. Aber so spare ich Zeit. Bleib wachsam, Robin. Wir wissen nicht, wer sich hier eingerichtet hat. Gut, je eher wir hier rauskommen, desto besser. Da können wir hoch und da können wir hoch. Wir gucken zuerst mal danach, ne? Hoppala! Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte echt, ich bin tot. Aber ich bin natürlich ein Profi. Das wisst ihr. Und deswegen kann ich gar nicht sterben. Frage, jetzt muss ich gleich nochmal auf die andere Seite. Echt, die packen da eigentlich gleich. Fressen und gefressen werden, Alter. Ich will nur, dass hier gleich ein T-Rex durch die Gegend läuft. Kann mich abseilen. Wir sollten erst gucken. Hier ein bisschen noch was untersuchen. Ja, nun greif danach. Was ist denn los mit dir? Die kleinen Tricks des Serus. Ah! Hast gedacht, Spiel. Hast gedacht, du hast mich bei den Eiern, ne? Nee, nee, nee. Wahnsinnig, was ist das? Was? Ja, gut, dass ich den bekomme, kann ich vergessen. Ey, du Scheißpflanze, ich wollte durch. Na gut, dann halt nicht. Ich gebe zu, das ist ziemlich beeindruckend. Du bist wie Tarzan, allerdings mit einer enorm zuverlässigen, kugelförmigen Hilfe. Habe ich auch gerade gedacht mit Tarzan. Ich kann auf beide Seiten. Gescannt und hinzugefügt. Na gut. Hast du überhaupt geguckt, bevor du zugegriffen hast? Nein, das macht... Nein! Ich wollte es in der Luft greifen. Lass hast mich. Hast du überhaupt geguckt, bevor du zugegriffen hast? Ich greife das denn? Nein, das macht... Oh nein. Ich will aber. Hast du überhaupt geguckt, bevor du zugegriffen hast? Nein, das machst du nicht. Habe ich jetzt Zeit gespart, oder? Ich meine, lustig war es ja schon. Irgendwie nicht, habe ich das Gefühl, dass es keine Zeitersparnis war. Ne, Digga? Du bist ein Süßer, ne? Ja, du bist ein Süßer. Soll ich dir das Bäuchlein kraulen? Wo bin ich gerade? Okay. Okay, ab hier wird's gefährlich. Oh Gott, das war close. Ich fühle mich hier nicht sicher.
Will hier weg. Kommt nur nicht zurück. Dann ist alles gut. Close, Alter, close. Okay, ich muss da hoch. An sich läuft das ja schon mal ganz gut. Kann ich da einfach nicht drauf stehen oder so? Mein theoretisch schon, aber praktisch ist es wahrscheinlich nicht. Robin, pass auf! Gott, lass mich! Sein Kopf war fast so groß wie dein ganzer Körper. Was du nicht sagst. Er keinen Snack. Was wollen der Alarm von mir? Hat sich wahrscheinlich gedacht, ich bin eine Raupe oder so. Die einfach so am Baum hängt. Alter, das soll doch nicht bringen. Spiel. Oder vielleicht hast du gesehen, dass ich im Nest war. Und hast geguckt, ob ich ein Ei dabei habe. Aber die sind ja alle geschlüpft. Kurze Pause. Das ist ein bisschen anstrengend. Bin ich jetzt zurück oder wo bin ich jetzt? Da drüben war ich gerade, ne? Ach, von da kam ich. Komm ich aber so schnell wahrscheinlich nicht zurück. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ja, ich merk schon. Okay. Sieht fast so aus, als müsste ich hier hoch, ja? Gescannt und hinzugefügt. Ja komm, du kommst doch an, das sehe ich doch. Wo gehe ich jetzt hin? Theoretisch kann ich hier runterspringen. Ich würde auch gerne wissen, was da oben ist. Aber ich habe das Gefühl, da kommen wir zurück. Gehen wir erstmal hier hoch. Alter, mach keinen Scheiß! Warum besteht das ganze Spiel aus Klettern? Mein Nacken macht das nicht mehr lange mit. Hallo, skorpionartige Viecher, ihr macht mir Angst. Oh Gott. Oh, eine ganze Opossum von mir. Hier war eine Einheit, aber hier ist nur noch ihre äußere Hülle. Etwas hat den Datenkern entfernt. Er kann nicht weit sein. Diese Kerne sind schwer. Datenumwandlung. Nein, das ist gratis Stuff. Sieh dir diese neugierige Kreatur an. Sie sieht aus, als würde sie etwas festhalten. Etwas Kugelförmiges. Sicher nicht. Gut, gut gemacht. Scanne sie schnell. Ich möchte keinen Moment länger als nötig in diesem abscheulichen Dschungel. Beeil dich mit dem Scan. Dir gefällt es mir nicht, falls du es noch nicht gemerkt hast. Feigling, sei doch mal keine Pussy, ja? Okay. Hallo, Commander. Hier ist Higgs-Einheit 96450, Wissenschaftsabteilung. Ich habe einen unerwarteten Absturz überlebt, doch erhebliche Systemstörungen erlitten. Ich scheine in einem tropischen Regenwald gelandet zu sein.
Hören Sie mich? Hallo? Ich übertrage die Daten trotzdem, denn das ist fantastisch. Sehen Sie sich all das Leben an. Wir hatten keine Ahnung, dass derart entwickelte Kreaturen auf Tyson 3 leben. Meine Datenbank ist möglicherweise so beschädigt wie meine Flugsysteme, aber was ist das? Oh. Wir haben noch 80% Akku. Ach du Scheiße, die Raptoren. Oh je. Zum Glück funktionieren ein paar meiner Flugmotoren noch. Dieses Monster ist... Nein, das kann nicht sein. Ich prüfe noch meine Datenbank, um ihre Funktionstüchtigkeit zu bestätigen. Doch das ist... Da bin ich mir sicher. Ein Velociraptor aus der kleinen Zeit der Erde. Zumindest rein optisch. Ich sollte eine DNS-Probe beschaffen. Eisraptoren. Und dann hat er ihn geklaut. Flugsysteme außer Betrieb. Verbindungen außer Betrieb. Trotzdem war dies der aufregendste Tag meiner persönlichen Betriebsgeschichte. Was ist das? Oh, sieht nicht gefährlich für mich aus. Moment. Was ist? Geh weg! Nein, geh weg! Ja, da wurde geklaut. Das war's wohl. Tut mir leid, Robin. Das waren alle uns bekannten Einheiten und wir haben nichts über Überlebende erfahren. Sieh es doch mal so. Die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden, ist genauso hoch wie vor dem Fund der ersten Einheit. Gehen wir nach Haus. Vielleicht ist Rettung unterwegs. Wir müssen einfach nur warten. Ich meine, sei du vorsichtig. Ich muss das nicht sein. Ich kann schwimmen. Ja, aber irgendwann geht dir auch mal der Strom aus. Und wer macht dann die Wartung für deine scheiß Stromkabine? Ich nicht, weil du der Arsch bist. Okay. Da gehen wir schon mal nicht lang. Muss ich jetzt echt zurück? Gut gemacht. Ein bisschen lame, ne? Wir sind sehr hoch oben. Sei lieber vorsichtig. Ich könnte hier ein Lager aufschlagen. Wie cool wäre denn das? Gut gemacht. Na gut, gehen wir zurück. Habe ich mich ja richtig entschieden, hier hinzugehen. Runter zu klettern ist übrigens einfach. Weil runter zu gucken nicht so anstrengend ist. Sei immer verkackt. Gut. Puh. Scan erfolgreich. Da hinten die miese Glühwürmchen. Ach du bist. Na Kollege, lang nicht gesehen, wa? Wie sieht's bei dir aus bei den Informationen? Schmetterling habe ich fast komplett, die Bälle habe ich fast komplett, Glühwürmchen habe ich fast komplett. Der Petorosaurus ist ein bisschen schwerer. Da haben wir ihn doch, der Peniskopf. Peniskopf braucht noch ein bisschen, ne? Na komm, Peniskopfosaurus. Oh Gott, meine Nase. Ach, deswegen juckt die ganze Zeit meine Nase, weil hier so ein scheiß Plastikding ist, das die an meiner Nase kitzelt. Was hast du viele Punkte? Wahrscheinlich ein ganz großer, ne? Nur nicht verkacken, Zero. Nur nicht verkacken. Oh nein, da ist ein roter direkt neben dem weißen. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Sag mir bitte, dass ich durch bin. Finde Laika. Ach, verdammt. Muss ich Laika finden? Ah, Peniskopfosaurus ist immer noch nicht komplett. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Theoretisch könnte ich jetzt durchrushen alleine und ihr könnt euch einen Keks freuen, dass ihr das ganze Spiel kennt. Aber ich will auch ein bisschen was erleben, ne? Bisschen was machen mit euch. So, Laika! Wo willst du hin? Wo ist das hin? Dein Tier.
Es ist fort. Keine Panik. Es ist sicher nur nach Hause. Da sollten wir auch hingehen. Na los. Hoffen wir doch, ne? Was wäre dieses Let's Play ohne Leica? Habe ich eigentlich die Aufnahme gestartet? Ja. Nur mal sicher gehen. Oh, ich komme nicht mehr zurück. Na, Dude? Knutsch, knutsch. Und jetzt? Entschuldigung, Robin? Sag das doch, dass du was von mir willst. Verstehe ich. Du bist ja lustig. Willst du von mir? Ich meine, ich sehe jetzt diese Leuchten in etwas, ja. Da will ich wahrscheinlich ran, ne? Robin, hier drüben. Ich weiß nicht, was du von mir willst, Dicker. Er leuchtet die auf jeden Fall an. Interagieren. Pause. Hilfe verbergen. Ups. Ich weiß nicht, was er von mir will. Entschuldigung, Robin. Lass mich hier vorbei. Nein. Was, das stimmt mit dem nicht. Du lässt mich nicht vorbei. Ich meine, wozu gehe ich da jetzt lang? Nur mal so eine Frage. Hoch oben. Sei lieber vorsichtig. Ich meine, ich gehe da lang, um irgendwie nur wieder zurückgehen zu müssen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich meine, selbst wenn wir dann zurückgehen, wo sollen wir dann hin? Ja, ich könnte da runter. Aber ganz ehrlich. Du. Wo willst du hin? Egal, hallo. Ich meine, ich gehe jetzt hier nur hin. Hör mich anzugucken. Damit der Penner gleich hier im Weg stehen kann. Und dann ist da hinten einfach nichts. Was hat das mit denen auf sich? Und kannst du mal den scheiß Plastikteil aufhören zu jucken? Ein Pflanzenfresser, allerdings ein großer. Ich glaube, ich soll hier vorbei an dem. Lol, dadurch, dass ich von hinten gekommen habe, kann ich den ignorieren. Was ist denn los? Den ignorieren wir jetzt einfach. Nein. Was? Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und dann suchen wir Leica. Haut rein, euer Zero Juice. Wieso?